Ich bin's, der Atta. In diesem Video seht ihr die Auslosung. Was gibt es zu gewinnen? Wie heißt die Folge? Was passiert? Und vieles mehr. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du schaust. Du! Ihr lasst mich wirklich leiden. Was stimmt mit euch nicht? In der Zeit, wo ich mich erstmal wieder ein bisschen hübsch mache und ansehe und mich abtrockne, seht ihr das hier. Hey, babe. Huh? Yeah, close your eyes and make a wish. Ooh, okay, I like these. And then blow it out. Are you fucking serious? Aber hey, jetzt könnt ihr nicht sagen, dass ich stinke oder sowas. Ich bin wirklich fresh and shiny. Das Fundstück der Woche. Und das ist genau die Rubrik, die ich mit in dieses Video mit einbinden möchte. Das heißt, ihr könnt mir über meine sozialen Netzwerke oder Steam oder Discord einen Link schicken von einem Unfall, dann nennen wir es mal Unfall, ein lustiges Video von einem Unfall, wie ihr jetzt das gerade gesehen habt. Und das wird dann der Crash der Woche. Was haltet ihr davon? So ein bisschen was einbinden und so ein bisschen was einbinden. Und ja, bin ich mal gespannt, was ihr mir da alles zukommen lasst. Wenn ihr euch fragt, warum habe ich das mit dem Eimer Wasser gemacht, was soll das? Dann möchte ich euch das erklären. Das ist ganz einfach, denn Nathalie99 schrieb, du schaust, du kriegst kalte Dusche. Hat die meisten Likes bekommen diese Woche. Vielen Dank dafür. Danke auf jeden Fall für alle Leute, die kommentiert, geliked haben und die natürlich wieder reingeschaut haben. Wie soll denn die Folge der nächsten Woche heißen? Das ist die Frage und ziemlich zügig eingeblendet. Ja, jetzt habe ich es aber. Schreibt es in die Kommentare und denkt daran, immer wieder reinzugucken und natürlich auch die Kommentare dann zu liken, die euch gefallen. So wie jetzt mit Nathalies Kommentar als Beispiel. Und ja, mal schauen, wie kreativ ihr seid. Bevor wir jetzt rausfinden, wer der Gewinner ist, möchte ich noch ein kleines bisschen was sagen zu der letzten Frage der Woche. Und zwar haben wir da diese Frage gehabt, was ihr denn niemals essen würdet. Thürströmming war für mich die Highlight-Aussage. Wie das schmeckt, sehr salzig wahrscheinlich. Oder ach, ich habe keine Ahnung. Will ich auch gar nicht wissen. Ich würde es mich auch nicht essen. Das ist ja auch einer meiner Antworten. Und was ich auch eklig finde, sind Millennium-Eier. Die sehen so ein bisschen aus wie bei Alien. Diese Aliens, wenn sie da aus dem Kokon rauskommen. So, ja, so richtig so widerlich, voll Deimel nochmal. Ich würde niemals Fleisch essen, bin aber eine humane Veganerin. Wer Fleisch essen will, soll es tun. Jeder soll essen, wie er es für richtig hält. Sei brutal, gib Atta Qual. Was? Warum? Ich bin doch so lieb zu euch. Dann haben wir natürlich auch Insekten von Sille gehabt. Er würde aber keine Hunde und Katzen essen. Dann fand ich das ziemlich geil. Wieder einmal, das ist mir bisher öfter aufgefallen in den Kommentaren, dass ihr dem Gewinner immer Glückwünsche schickt. Das finde ich voll ja, sozial von euch. Es gab auch noch so Antworten insgesamt, die mich ziemlich zum ja, sagen wir mal, zum Nachdenken gebracht haben, warum man so etwas tun sollte. Wie zum Beispiel Heike Arendt, die mag erstmal keine Bohnen, die schreibt auch noch, du schaust, du leckst an einer Katze. Warum? Warum sollte man das tun? Oder Marv Johansson schreibt, du schaust, du bewertest Babynahrung. Schlimmer ein Riesenbaby.
Mama. Konstantin Wagner würde niemals Menschen essen. Wer weiß, wer das vorher war. Auch wenn es eine unbekannte Person ist, warum? Nein. Nee. Du schaust, du kommentierst deutsche Memes. Könnte man auch mal irgendwann mal machen. Vielleicht noch ein separates Video. Oder Erdbechi schrieb, du schaust, du rennst einmal um den Block mit Kamera. Ja. Ist natürlich schon warm genug. Singen soll ich sein lassen, wäre es doch besser so. Chipsy Prime schreibt, du schaust, du filmst dich beim Kacken. Sag mal, die Wurst nicht sehen muss. Ach ja, Petri noch, genau. Du schaust, du tönst dir den Bart grün. Das heißt, man würde das alles hier nicht sehen. Dann nochmal auf jeden Fall Dankeschön an alle Leute für das Lob, für das gute Video und hier und so, dass ihr auch eure Kritik mit einfließen lasst in die Kommentare, was ihr gut findet oder nicht. Das Erklären zum Beispiel war in der letzten Folge ein bisschen zu viel und zu wenig normaler Talk. Deswegen dachte ich mir, ja, machen wir das so. Jetzt habe ich das so in die Länge gezogen. Nee, da. Den Button werde ich jetzt drücken. Ich hoffe, es ist nicht wieder ein Error wie letzte Woche. Konstantin Wagner! Herzlichen Glückwunsch, dich hat's erwischt. Das hier ist dein Boy. Schau in die Infobox, dort kannst du dann überlegen, worüber du mir schreiben möchtest, damit ich dir deinen Key geben kann. Viel Spaß mit Marauders. Und damit wir wieder eine neue Frage haben, wo ihr etwas gewinnen könnt, liebe Freunde, da schauen wir einfach mal. Was war dein schlimmster Unfall? Wenn wir schon beim Thema Crash der Woche sind, ist das einfach, das ist die Frage. Also, Unfall in dem Sinne, ja, Crash, Unfall, lustige Situation, wie du vielleicht auf die Nase gefallen bist, oder natürlich auch was Schwereres, keine Ahnung, vom Fahrrad gefallen, gegen Laterne gelaufen, beim Sex zusammengebrochen mit dem Bett oder so, ach was weiß ich. Ich bin auf eure Antworten gespannt. Das war wieder eine Folge. Du schaust, du. Danke fürs Einschalten, wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund. Bye-bye.